Guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch aus dem Chaos Villa Gong. Wir machen groß reine. Wir sind hier am Rödeln und am Dödeln. Wir fangen jetzt hier in der Küche an. Nebenbei koche ich gleich ein bisschen Essen. Haben wir aus dem Wohnwagen alles rausgeholt, alles einmal durchgespült. Und jetzt wird hier ein bisschen ausgeräumt, aussortiert, Tupperdosen, die wir nicht brauchen, die kommen direkt weg. Und wie das halt so ist nach dem Urlaub, kennt ihr ja wahrscheinlich. Mit der Werkstatt, da muss ich jetzt dazu entschieden. Gestern war das noch nicht hundertprozentig, das Hörste zu machen, haben kurz den Voranschlag gekriegt. Das kann zwischen 2.800 und 4.800 Euro kosten, vielleicht auch mehr. Es nützt ja nichts. Wir brauchen das Auto, wir sind zufrieden mit der Tröte. Und ja, machen jetzt die Auftragsbestätigung mal fertig. Müssen halt eine Anzahlung machen, weil wir halt keinen Kundenstamm haben. Muss 1.400 Euro anzahlen. Und dann lassen wir das machen und hoffen, dass wir das Auto nächste, übernächste Woche wieder kriegen. Haben jetzt genug zu essen hier, mal einkaufen gestern noch. Haben uns viel geholt und ja, nützt nichts, ne? Wollte ich nur eben vorab einschmeißen, Auto wird jetzt repariert und dann gucken wir mal. Heute wird hier im Haus aufgeräumt, ich werde heute kochen, braune Soße, unsere, schon mal ein Rezeptebuch rausgeholt. Dann wollten wir hier Rasen mähen, Pool aufbauen, anfangen schon mal, Geränder aufräumen, was halt so anliegt hier. Mama kommt gut gegen die Wäsche an, da ist nicht mehr so viel, 4-5 Wäschen haben wir das auch alles fertig. Und ich habe jetzt erstmal Schlachtfeld Küche, mache jetzt erstmal unsere, hat jeder von euch bestimmt einen Tupperdosenschrank, der wird jetzt aufgeräumt, aufgerödelt, habe ich einmal alles rausgeholt. Dann so Eiskörmchen hier, die brauchen wir nicht mehr, die tun wir weg. Haben wir auch schon lange nicht mehr geholt, die haben wir noch aus Deutschland, aus dem Laden habe ich die mal immer mitgebracht, warum auch immer. Wird aufgeräumt und gerödelt. Und dann melde ich mich immer zwischendurch rein und erzähle euch das, was noch so abgeht. Hallo! Na, wie geht's euch? Ja, alles euch. Ich habe jetzt Auto reparieren lassen. Die Phase ist, dass wir jetzt hier aufräumen. Ich dachte, du erzählst, dass wir den Pool heute aufbauen sollen. Ja, das habe ich auch erzählt. Nicht wissen, wie wir das zeitlich schaffen sollen. Ja, das habe ich auch erzählt. Ich habe viel erzählt. Mach jetzt mal ein Hörspiel an. Mach mal, damit du was zu tun hast beim Sitzen. Genau. Kaffee trinken und rauchen. Ja gut, ihr Lieben. Bis später mal. Stundenlang nur am Rödeln und irgendwie drehen wir uns so im Kreis, aber keine Ahnung, was geht immer. Kopfschmerzen setzen ein, das ist sehr schwül draußen. Der Krautsalat ist fertig, da ist jetzt ein Teller drauf. Hier wird die braune Soße gemacht, das sieht auch ganz gut aus. Ist gerade was gefrühstückt, viel getrunken. Die Auftragsbestätigung haben wir weggeschickt, das ist jetzt ins Rollen gegangen. Geld ist sauber gewesen. Achso, falsch. Das Geld muss eigentlich sein. Und ja. So nimmt alles seinen Lauf. Oh, okay. Mit die liegt draußen in der Matte. Das ist ermattet. Spülmaschine hat auch schon dreimal gerannt. Ne, dreimal nicht, zweimal. Morgen und Nacht ist die gelaufen. Und morgen nochmal, da habe ich sie gerade ausgeräumt. Das haben wir aus dem Bodenwagen aber auch einmal alles durchgespült. Hier habe ich auch repariert. Da war der Mülleimer unten war gebrochen und wird einmal komplett rausgeholt. Ich fixiert wieder alles. Und alles ein Lauf. Käffchen mache ich mir jetzt. Ich habe heute Morgen Eiskaffee gemacht. Ich habe halt Espresso gemacht. Ein bisschen Zucker drin und Hafermilch. Muss aber noch kalt werden. Yes. Red Bull, das hat Türkei mitgebracht. Ja, voll gefüllter Kühlschrank. Kommen wir zur Woche mit hin. Hafermilch hatten wir vergessen. Im DM-Zoo hatten wir noch zwei Flaschen. Aber ich hatte absolut keinen Bock, in die Stadt zu fahren. Jetzt habe ich gerade bei DM Online in Ungarn registriert und konnte das hier versandkostenfrei mir ins Haus liefern lassen. Wie gesagt, zwei Packungen haben wir noch. Ich will euch mal da rein. Und da habe ich so vier Kartons bestellt einfach, das war 50 Euro knapp, 36 Packungen, oder 32, weiß ich gar nicht.
und war knapp 1,50 für eine Flasche. Habe noch ein bisschen veganer Milch bestellt und auch dies und das, ein paar Kleinigkeiten, nicht viel. Und ja, knapp 50 Euro war das. Ja, dann brauchen wir nicht fahren, dann brauchen wir auch nicht schleppen. Die ganze Milch immer, da brauchen wir also nicht zwei am Tag, eine am Tag. Für Kaffee und für die Kinder und für sowas alles. Und, ja. Haben wir das auch erledigt. Staubsauger kann auch weg. Kaffee wollte ich trinken, ne? Lädt nicht. Oh. Dann Schrank mal wieder vergessen. Ja, 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 ist ja gut. Der Schrank ist jetzt soweit hier, den müssen wir weiter rüber. Mal gucken. Jetzt kommt die Sonne raus, so langsam. Endlich. Dann wollen wir gleich da die Palette wegräumen. Denke ich das mal. Ja, die Palette kommt weg und dann wollen wir da vorne in den Pool hinstellen. Da ist die Stehlampe. Die Belllampe. Genau. Das ist unsere Bratensoße. Die ist fertig und die hat diesmal der Calvino fast alleine gemacht. Und wir sind, ja, ist super geworden. Wir sind sehr froh und stolz und hat super geklappt, weil das wirklich sehr aufwendig ist, die Bratensoße zu machen. Aber es hat super geklappt. Ich suche jetzt mein Handy, weil wir fahren jetzt gleich zu einem Freund und wollen ihm was einstellen. Wo habe ich mein Handy hingetan? Hier oben. Portemonnaie und Handy, damit ich es nicht vergesse. Ja, hier haben wir schon ein bisschen gemäht. Oben haben wir umgeräumt. Die Feuerstelle ist umgeräumt. Hat der Calvino gemacht. Da habe ich ihm beigeholfen. Ich habe in der Zeit gemäht und alles gerade gemacht. Da hinten kommt der Pool hin. Da vorne passt er leider nicht hin, wo wir es vorhatten. Und wir haben oben Pfirsiche entdeckt. Also in unserem Baum sind riesige Pfirsiche. Jetzt zeige ich euch die Tage. Da mache ich oben auch mal einen Weg rein, dass man da laufen kann. Und ja, nimmst du die Tüte bitte mit, die wir gepackt haben? Und ja, machen wir uns auf den Weg jetzt. Ich habe Kopfschmerzen, aber alles halb so wild. Genau. Hier unsere Türkenmesser haben wir auch mitgenommen, die Brennnesseln. Und wenn die Postapokalypse kommt, können wir damit die Zombies den Kopf abschlagen. Genau. So, auf geht's, ihr Lieben. Ich melde mich später wieder rein und berichte, was die nächsten Tage so ansteht. So langsam kommt wieder Ruhe bei uns rein. Im Kopf vor allem. Ja, bis später. Der Eismann war da. Die Musik wurde wieder gespielt. Und drei Kugeln geholt und geschmaust. Und bei mir gibt es heute schnelle Küche. Man kennt sie nicht. Diese Lasagne aus dem Aldi. Vegetarisch, Gemüse. Genau. Die Soße haben wir auch abgepackt. Die wird eingefroren. Und so langsam nimmt alles hier Form an. Genau. Ach, einen Bodensalat habe ich auch. Für morgen warm wird gegrillt. Haben wir noch Platz? Haben wir. Pilze wollte ich auch noch einlegen. Ich habe Austernpilze gestern geholt. Morgen für den Grill. Ach, keine Ahnung. Wo kommen wir drauf? Ja? Sonst kommen die Mücken heute Nacht zu dir. Ja, und dann kommt sowieso die wieder. Mücken von allen Gejaule. Ja, oder sagt die richtige? Hat sie unter heißem Wasser oder wo hast du das gemacht? Wegen dem, ach, eine Badewanne. Mit dem Fuß hing ich dann ab. Mit dem Fuß, das war meine Hand. Oder Hand war das. Das Krümmel im Mund. Möchtest du haben? Am Mund. Vom Eis. Dein Eis, dein Karamelleis. Ja, ja, war geil. Wieder ein Kilo mehr. Bob, bob, bob. Ja, jetzt gibt's Abendbrot, was ich mir schmecken. Und dann, ja, keine Ahnung, was die nächsten Tage geht. Müssen wir mal quatschen, dann werde ich es euch mitteilen. Ich bin gestern sofort eingeschlafen, Lieben. Ich habe meinen Vlog gar nicht mehr beendet. Ich werde euch morgen alles ausführlich erzählen, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht, wie der Plan ist. Ja, ich bin echt voll weggeknackt, ihr Lieben. Habt einen schönen Abend. Bis morgen mal. Tschüss.